Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr die Rode Wireless Pro mit dem DJI Osmo Pocket 3 verbinden könnt als Wireless-System und welche Einstellungen ihr am Pocket vornehmen müsst, beziehungsweise auch an den Wireless Pro, aber das geht ja nur über die Central App. Ich habe mir ein Preset gemacht, das zeige ich euch aber in einem anderen Video, wie das geht. Geht ganz einfach über diese Central App. Und ansonsten könnt ihr die Einstellungen auch hier über diese Knopfverbindungen machen und den Gain einstellen, weil das ist wichtig, dass man das macht. Was braucht ihr? Ihr braucht natürlich euren Receiver, ihr braucht das Kabel, ihr braucht den Pocket, entweder mit dem Stückchen, was hier hinten dran kommt, also mit dem Verlängerungsstück, so habe ich ihn immer. Ich habe hier so ein Scottimix Stuff Case, weil ich den einfach super genial finde und der mir hier auch schon die Cold Shoes bietet und viele Möglichkeiten, was dran zu schrauben. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, könnt ihr gucken. Stecken das Ganze hier ein und schalten das den Pocket an und dann seht ihr schon, er ist hier schon verbunden. Ich habe hier ein Mikrofon dran bei mir und ihr seht, darüber nimmt das jetzt schon auf. So, welche Einstellungen sind wichtig? Wichtig ist, dass ihr die Hauptverstärkung vom Receiver macht. Also das heißt, ihr geht hier in eure Einstellungen rein, geht auf die Mikrofoneinstellungen und setzt die Verstärkung erstmal so weit runter, wie es geht. Bei mir ist es jetzt auf plus 2, habe ich sie eingestellt und mein Rode Receiver steht auf 0. Das heißt, er ist auf der maximalen Einstellung, die er hier hat. Und ich habe Stereokanal jetzt drin und ihr seht hier oben, das pegelt wunderbar. Eigentlich kann es gar nicht übersteuert reinkommen, weil ich habe den Rode auf automatische Aussteuerung stehen und ihr seht hier, ich habe hier mir für den Pocket 3 ein Profil angelegt. Das heißt, ich habe da jetzt eingestellt, dass wenn ich dieses Profil mir auswähle, dass das auf 0 steht hier als Gain. Und ich habe hier auch drin, dass ich im Auto-Modus aufnehme. Das könnte ich noch auf Dynamik oder auf Auto ändern. Und das finde ich eigentlich einen sehr genialen Modus, weil rein theoretisch kann hier gar nichts übersteuert reinkommen, dass irgendwas klippt. Weil dieser Gain-Modus, der ist einfach richtig genial. Was mir aufgefallen ist, auf Auto nimmt er komplett etwas lauter auf als auf Dynamik. Also wenn ich auf Dynamik stelle, sind die Aufnahmen ein bisschen leiser. Das sehe ich einfach an diesen Ausschlägen, wenn ich das File in mein Bearbeitungsprogramm lade. Und eigentlich kann er hier überhaupt nicht klippen oder nur ganz wenig, weil das Signal schon hier richtig ausgesteuert in den Pocket reinkommt. Ihr solltet immer gucken, dass ihr hier die Aussteuerung so gering wie möglich haltet, weil einfach hier das Mikrofon den besseren Verstärker da drin hat. Deswegen machen wir das so. Wir machen jetzt mal ein paar Aufnahmen. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen umbauen und ich wollte euch nur zeigen, wie ihr das verbinden könnt. Und gut, bei mir, ich kann das jetzt hier in den Blitzschuh einklippen. Im Prinzip ist mir dann auch egal, wie die Anzeige hier auf dem Receiver ist, weil ich weiß ja, ich habe auf Auto stehen, da ist es eigentlich immer direkt richtig ausgesteuert und hier habe ich richtig gelevelt. Das sehe ich hier oben an meinem grünen Ausschlag, der hier drin ist und da ist auch alles in Ordnung. Von daher passt das und ich habe noch die 32-Bit-Float-Aufnahme auf dem Transmitter vom Rode-System. Also ich bin absolut abgesichert und ich habe noch die internen Mikrofone vom Pocket hier drin. Also der nimmt es mit auf. Ich habe das Rode-System und das ist eigentlich auch schön mit dem Osmo Pocket 3. Ihr habt direkt auch ein bisschen Ambient-Sound mit dabei. Wir machen jetzt mal ein paar Soundaufnahmen und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze sich so anhört. Jetzt machen wir mal den Test. Ich habe jetzt im Moment nur das Lavalier an. Ist ein bisschen windig. Ich sehe, ich habe es hier an der Brille. Da ist es bei mir immer aus dem Weg und ich komme nicht damit an irgendwelche Ketten. So ist, wie ich eigentlich immer aufnehme. Normalerweise habe ich aber hier diesen Schaumstoffpuschel nicht drüber. Den habe ich jetzt mal drauf, weil es ein bisschen windig ist. Und wir gucken einfach, wie die Tonqualität ist. Das Ganze nimmt ja noch intern auf. Gleich mache ich eine separate Aufnahme mit dem normalen Rode Pro, um einfach zu gucken, wie der Unterschied ist.
und um das einfach besser trennen zu können, weil sonst weiß ich nicht, wie ich es hinkriege. 32-Bit-Float haben wir dann auch drauf und hier haben wir den die interne Aufnahme vom Pocket noch. Das Gute ist mit dem Pocket, ich kann hier durch die Gegend gehen, der folgt mir immer mit und ich kann mit euch erzählen, ich habe die Hände frei und ehrlich gesagt, mich stört da nicht, dass der Receiver an der Kamera dran ist. Ist mir vollkommen egal. So, ich schalte jetzt mal auf dieses Mikrofon um und dann gucken wir weiter, wie das Ganze sich anhört und ob man einen Unterschied hört und welches von denen besser ist. Das ist jetzt gerade mal mit den internen Mikrofonen aufgenommen, weil ich euch hier meine Konstruktion zeigen möchte. Ich hoffe, man erkennt es. Und zwar habe ich hier so ein kleines Ding aus dem 3D-Drucker, wo ich mein Mikrofon reinschieben kann. Clever wie ich bin, habe ich mir es auch schon markiert. Einfach hier mit Nagellack einen kleinen Punkt reingemacht, damit ich immer weiß, wo vorne ist. Weil das müsst ihr hier auch immer dann richtig drehen. Aber das sind so kleine Hacks, weil wenn das Ding drüber ist, kann ich nicht sehen, wo die Kapsel ist. Und da, das muss immer nach vorne zeigen oder immer vom Körper weg oder immer zum Mund hin. Und mit diesem kleinen Punkt hat man das mal schnell hinbekommen. So, jetzt kommt der Sound hier von dem Mikrofon und ich habe so gemacht, ich habe den Ein-Aus-Button mit einem Marker hinterlegt, weil ich habe auf Always On Recording gestellt, das heißt, sobald ich die aus dem Kästchen nehme, fangen die auch an aufzunehmen und ich muss mir jetzt nur noch angewöhnen, noch dran zu denken, wenn ich dann endlich anfange zu filmen, dass ich hier unten einfach mir diesen Marker setze und dann einfach die Sachen viel einfacher aus so einem Stück rausholen kann und nur das nehme, was ich brauche. Ihr hört jetzt den Ton vom internen Mikrofon. Der Pocket, die interne Verstärkung, ist auf plus 2. Das Rode Wireless, der Receiver, ist auf 0 gesetzt und das Ganze steht auf Autoaufnahme, also Auto Gain. Das heißt, eigentlich kann nichts übersteuert da reinkommen. Ich bin selbst gespannt, wie es klingt. Zur Not habe ich immer noch die 32-Bit interne Aufnahme und ich kann jetzt hier durch den Garten laufen. Ich drehe mal den Rücken zu, mal gucken, ob es verliert. Ich gehe mal hinten hin und bin sehr gespannt, ob dann schon verliert, weil eigentlich soll man ja immer direkte Sichtlinie haben, damit es funktioniert. Aber das sollte auch kein Problem sein. Ich weiß, das Ganze geht auch sehr weit. Ich drehe mich jetzt mal hier weg. Ich vermute, dass jetzt die Verbindung weg ist. Und jetzt gehe ich mal wieder auf euch zu. Was nicht funktioniert, ist mit dem Pocket 3 und Timecode aufnehmen. Weil ich kann zwar den Timecode synchronisieren, aber ich muss ja den Receiver eingesteckt lassen. Und ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich muss mal mit Rode telefonieren, warum das sein kann. Weil ich bekomme dann nur so ein elektronisches Geräusch und nicht den Sound von dem Mikrofon. So, schreibt mal drunter, wie euch die Soundqualität gefällt. Ich finde, das ist ein ideales System hier mit dem Aufnehmen. Ich bin selber sehr gespannt, wie sie klingen. Ich werde auch noch einen Vergleich machen mit den DJIs. Da ist es natürlich angenehmer, dass man den Sender direkt mit dem Pocket oder mit dem Smartphone oder mit der Action Cam oder mit der Insta360 verbinden kann. In dem Fall hier stört es mich jetzt nicht, weil mich stört jetzt nicht, dass da der Receiver dran ist. Es ist natürlich angenehmer, das direkt zu verbinden, aber es birgt natürlich auch mehr Gefahren, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und so ist es, glaube ich, schon eine bessere Aufnahmequalität, weil ich direkt eigentlich über einen digitalen Eingang verbunden bin. Und ich denke einfach, das ist auch die bessere Qualität. Jetzt wird es hier wieder windig, aber ich habe die Puschel drauf, sollte nichts ausmachen. Es ist größer, das stört mich ein bisschen, aber dadurch, dass ich immer eigentlich mit Lavalier aufnehme hier, stört es mich dann auch wieder nicht. Hier ist es bei mir an der sichersten Stelle, hier kommt nichts dran, es schlägt keine Kette gegen. Und bei mir ist so, je nachdem, wie ich mich bewege, ihr seht, die Sachen sind nicht sehr eng bei mir. Bei Männern ist das meistens enger und sitzt halt fest. Bei mir wappelt es durch die Gegend und dann habt ihr auch schon mal Probleme ein bisschen mit dem Ton. Aber wir werden sehen. So, gebt mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.